Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein kleines Photoshop-Video und zwar ist ja eine neue Version von Photoshop rausgekommen, Photoshop 2020. Und ich möchte euch heute einfach mal ein paar Neuerungen zeigen, die in Photoshop sind, so ein paar kleine Verbesserungen, Arbeitserleichterungen, viel Spaß! Wie ihr seht, ich habe Photoshop schon geöffnet und möchte direkt einsteigen, um euch so ein paar kleine Veränderungen und auch Verbesserungen zu zeigen, was die Arbeit auf jeden Fall erleichtert. Zunächst einmal fange ich an mit Ergänzungen, die in Photoshop reingekommen sind. Zum Beispiel hier in den Farbfeldern haben wir jetzt viel mehr Farbfelder, die wir auswählen können. Hier drüben bei der Farbauswahl, das ist so geblieben, aber hier sind einfach wesentlich mehr Sachen dazugekommen, um einfach die Auswahl schon mal so ein bisschen zu erleichtern, um schnell auf bestimmte Farben zu kommen, denke ich auf jeden Fall eine Riesenhilfe. Das Gleiche auch bei den Verläufen. Ihr seht das hier, sind unheimlich viele Verläufe drin. Auch schön hier immer schon nach Farben vorsortiert, um das Ganze ein bisschen leichter zu machen, um sich zum Beispiel bestimmte Farbverläufe rauszusuchen, die man hier im Bild einsetzen kann. Wir können das gerne mal machen. Nehmen wir uns einfach mal hier den Bereich Verlauf, klicken hier drauf. Sagen wir mal, ich nehme von mir aus einen rosa Ton, den ich hier als Farbverlauf noch mit reinbringen möchte, hier mit so ein bisschen Lila mit drin. Bestätige das Ganze. Und schon habe ich den Verlauf hier drin. Ich kann das Ganze natürlich in den Hintergrund packen und dann kommen wir auch schon zum nächsten. Jetzt kann es ja sein, ich sage, das soll jetzt ein Hintergrund sein. Ich möchte hier draußen das alles nicht so haben. Ich möchte jetzt nur die Blüte auf dem Farbverlauf haben. Dann haben wir das nächste. Wenn ich jetzt hier drauf bin auf der Ebene mit dem Bild, kann ich auf die Eigenschaften gehen. Gehe ganz nach unten und dann haben wir hier einen Punkt Hintergrund entfernen. Das heißt also, Photoshop entscheidet jetzt für mich, was ist der Hintergrund im Bild. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, wird das Bild im Prinzip geprüft, was ist Vordergrund, was ist Hintergrund. Und dann seht ihr schon, wird für mich die Blume freigestellt. Wir haben hier so ein paar Stellen, wo das nicht so richtig funktioniert hat. Aber ansonsten denke ich, ist das Ergebnis hier mit den Rändern schon sehr gut. Wir nehmen das Ganze jetzt nochmal zurück. Ich zeige euch noch eine andere Möglichkeit. Wir haben jetzt hier links das Objektauswahlwerkzeug, was ihr auch benutzen könnt. Dann entscheidet ihr euch hier oben einfach, ob ihr das mit einem Lasso auswählen möchtet oder aber mit einem Rechteck. Rechteck ist natürlich einfacher, schneller. Beim Lasso würdet ihr jetzt hier ganz normal rundherum zeichnen, ganz grob die Blüte auswählen, was ihr jetzt hier freistellen möchtet. Etwas ungenau gezeichnet, aber es soll ja auch nur einfach mal sein, um euch das zu zeigen. Und dann ist das gleiche wie beim Hintergrund freistellen. Photoshop sucht jetzt nach dem Motiv, was ist jetzt im Vordergrund, was soll jetzt das Motiv sein und was ist Hintergrund und stellt dann das Ganze für euch frei. Und dann seht ihr, dann haben wir auch hier diese Stellen, die ja vorhin noch mit Löchern waren, nicht mehr drin. Wenn ihr jetzt sagt, okay, hier unten, das ist nicht so richtig, da muss noch ein bisschen mehr rein, dann könnt ihr jetzt einfach die Shift-Taste drücken, dann seht ihr, erscheint hier so ein Pluszeichen. Macht hier nochmal eine Auswahl und dann wird das neu berechnet. Aber ihr seht, das ist von den Farben schwierig. Wenn ihr sagt, okay, das will ich so nicht haben, dann könntet ihr mit der Alt-Taste auch wieder einen Bereich abwählen. Nehmen wir jetzt einfach mal diesen Bereich. Und dann würde der jetzt hier aus dieser Auswahl wieder verschwinden und das Ganze wird neu berechnet. Und so könntet ihr euch theoretisch Stück für Stück ranarbeiten, aber wie gesagt, auch hier, das hat natürlich alles immer, funktioniert immer nur dann, wenn die Unterschiede auch noch entsprechend da sind. Ihr seht das ja, hier sind die Farbtöne schon so ähnlich, dass das Programm auch wieder Schwierigkeiten bekommt. Wir können das Ganze jetzt auch nochmal hier probieren. Jetzt hier nochmal ein Minus rein, weil das ja ein bisschen zu viel ist, was hier markiert wurde.
Und dann schaut er auch hier nochmal drüber und korrigiert das Ganze. Dann sieht die Auswahl schon besser aus. Und so könntet ihr euch dann natürlich Stück für Stück durch diese ganze Geschichte hier durcharbeiten. Das nächste, was sehr interessant ist, wir haben das ja jetzt hier schon einmal gehabt. Das ist ja natürlich wesentlich mehr in den Eigenschaften drin. Wir können uns das auch mal bei einem Text anschauen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Text einfügen möchte. Nehmen wir jetzt einfach mal Test. Auch hier, wenn ich in die Eigenschaften reingehe. Auch hier seht ihr, es ist viel, viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Ich kann das hier alles festlegen, die Absätze. Ich kann Textoptionen festlegen. Ich habe also viel mehr Möglichkeiten, jetzt direkt die Eigenschaften festzulegen. Das hat also Photoshop enorm nachgearbeitet, dass ich viele Sachen wesentlich schneller, wesentlich einfacher erreiche, ohne jetzt in irgendwelchen Menüs hin und her zu klicken. Ich denke auch eine tolle Sache, um einfach schneller und einfacher mit Photoshop zu arbeiten. Ein weiterer Punkt, der sich auch verbessert hat, wer jetzt mit Photoshop 2019 schon gearbeitet hat, der kennt das schon. Wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal den Text, wenn ich die Größe verändern will, konnte ich das einfach größer und kleiner ziehen und es wurde immer das Seitenverhältnis eingehalten. Je nachdem, wie ich das möchte, aber immer das Verhältnis von den verschiedenen Seiten ist so geblieben. Wenn ich gesagt habe, okay, ich möchte das Ganze aber verändern, auch auf das Seitenverhältnis verändern, dann habe ich einfach die Shift-Taste gedrückt und dann konnte ich das halt, wie sieht das hier, frei verändern. Das wurde ja 2019 in der Version geändert. Vorher musste ich immer die Shift-Taste drücken, um dieses Seitenverhältnis beizubehalten. Das Problem bei der 2019er Variante war, wenn ich das jetzt zum Beispiel ein Rechteck gezeichnet habe, dann musste ich wieder die Shift-Taste drücken, damit das Seitenverhältnis gleich bleibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Quadrat zeichnen wollte, dann musste ich die Shift-Taste nicht drücken. Wenn ich ein Rechteck zeichnen wollte, musste ich die Shift-Taste drücken. Es war also unlogisch, dass bei manchen Sachen musste ich die Shift-Taste drücken, bei anderen nicht. Und das wurde jetzt auch angepasst, dass eben jetzt immer die Shift-Taste gedrückt werden muss, wenn ich das verändern möchte, das Seitenverhältnis. Und wenn es bleiben soll, wenn es gleich bleiben soll, dann drücke ich keine Shift-Taste. Also auch das eine Erleichterung. Wer jetzt sagt, okay, die alte Variante vor 2019, wo ich eben immer die Shift-Taste drücken musste, um das Seitenverhältnis beizubehalten, der kann einfach hier oben bei Photoshop in die Voreinstellungen reingehen und dann habt ihr die Möglichkeit, hier einfach älteres Freitransformieren verwenden. Könnt ihr einen Haken reinmachen, dann ist es nach den alten Einstellungen. Aber wer jetzt neuerer Photoshop-Nutzer ist, wie gesagt, es wurde jetzt alles angepasst, das ist eben überall das gleiche System, entweder mit Shift oder ohne Shift-Taste. Denke auch das auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Das ist sicherlich keine große Änderung, aber es verwirrt halt, manchmal muss ich die Shift-Taste drücken, manchmal nicht. Deswegen jetzt alles einheitlich, also auf jeden Fall auch eine Verbesserung. Und dann kommen wir einfach mal zum Speichern. Wenn wir hier oben einfach mal reingehen, Datei, Speichern unter, haben wir jetzt auch die Möglichkeit zu entscheiden, möchte ich das jetzt hier in der Cloud speichern, mein Dokument in der Adobe Cloud oder direkt auf dem Rechner. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich möchte auf verschiedenen Rechnern an meinem Dokument arbeiten, ich möchte zum Beispiel unterwegs auf dem Laptop arbeiten, zu Hause sitze ich an meinem stationären Rechner. Oder ich habe ein iPad dabei und möchte auf dem iPad unterwegs arbeiten. Ich habe also jedes Mal die Möglichkeit, dann hier auf diese Cloud zuzugreifen und dort die Dokumente zu laden. Momentan ist ja die Photoshop-Variante fürs iPad noch nicht ganz so weit. Es funktioniert schon alles, aber der Funktionsumfang ist ja noch nicht ganz so groß. Also wenn ich jetzt die Version auf dem Rechner benutze, aber daran wird ja schon gearbeitet, das wird jetzt mit den Updates immer mehr erweitert. Also von daher denke ich auch eine tolle Variante, um einfach auch unterwegs seine Bildbearbeitung zu machen. Man ist also nicht mehr darauf angewiesen, immer zu Hause am Rechner zu sitzen oder noch einen Laptop haben zu müssen. Der eine oder andere hat ja vielleicht ein iPad, also wer das möchte, sollte auf jeden Fall die Variante auf dem iPad mal ausprobieren. Wer viel zum Beispiel auch Composing macht, mit vielen Ebenen arbeitet,
Wer kennt das, dann muss man immer wieder, wenn man jetzt in verschiedenen Ebenen arbeitet, man muss sich das erst wieder suchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Schrift rein will und das vergrößern möchte und wieder verkleinern, dann muss man wieder an einer anderen Stelle vom Foto suchen, weil ich dann vielleicht hier was vergrößern möchte oder dann habe ich hier vielleicht noch eine Grafik drin. Einfach mit gedrückter Alt-Taste meine entsprechende Ebene anwählen und schon wird das Ganze vergrößert. Wenn ich jetzt mit gedrückter Alt-Taste hier von mir aus auf das Rechteck klicke, wird das Rechteck vergrößert. Wenn ich wieder auf meine Ebene klicke, wird es wieder rausgezoomt. Also ich denke, auch das ist eine Möglichkeit, um schnell hin und her zu wechseln. Auf jeden Fall eine Arbeitserleichterung und damit natürlich auch die Möglichkeit, sehr schnell, sehr einfach im Dokument hin und her zu switchen, ohne dass ich jetzt immer wieder rein und rauszoomen muss und wieder die richtigen Stellen suchen muss. Ein letzter Punkt, den ich sehr, sehr hilfreich finde, auch sehr, sehr schön finde, ist das automatische Ausfüllen, wo es ein paar Anpassungen gab. Wir wählen uns jetzt einfach mal einen kleinen Bereich aus, von mir aus jetzt diesen Bereich. Ich nehme jetzt einfach nur eine Rechteckauswahl. Es soll ja auch nur einfach mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht jetzt, ich habe den Bereich ausgewählt, gehe dann oben auf Bearbeiten, inhaltsbasierte Füllung. Und dann seht ihr, habe ich jetzt hier so einen Bereich ausgewählt. Das ist der Bereich, wo Photoshop jetzt sagt, okay, ich wähle aus diesem Bereich aus etwas, um diesen Bereich hier auszufüllen. Das heißt also, Photoshop trifft für mich die Auswahl. Und dann seht ihr hier auf der rechten Seite drei solche Felder. Da kann ich dann entscheiden, wie die Auswahl getroffen wird. Automatisch heißt also, es werden hier die Bereiche automatisch ausgewählt, die jetzt als Grundlage dienen sollen, um diesen Bereich auszufüllen. Wenn ich jetzt sage rechteckig, dann wird eben ein rechteckiger Bereich ausgewählt. Dann seht ihr, da ist schon ein Teil der Blüte mit dabei. Und wenn ich jetzt sage Benutzer definiert, dann kann ich selber hier reinzeichnen mit dem Pinselwerkzeug und kann jetzt hier einen Bereich auswählen, mit dem ich gerne arbeiten möchte, um die Autoauswahl zu machen. Dauert jetzt einen kleinen Moment, da der Rechner ist gerade ein bisschen zu rechnen, weil ich jetzt auch am Laptop sitze. Normalerweise mache ich das ja an meinem stationären Rechner, aber heute bin ich am Laptop, bin noch unterwegs, deswegen zeige ich euch das einfach mal so. Und dann würde die Verrechnung so aussehen. Ihr seht mal in der Vorschau schon, wie das Ganze aussieht. Wenn ihr sagt, okay, das funktioniert nicht so, dann könnt ihr natürlich eine andere Methode auswählen. Aber ihr seht auch das, eine schöne Variante. Ich habe jetzt also noch mehr Einfluss, wenn inhaltsbasiert ausgefüllt wird, wo die Informationen herkommen, damit das Ergebnis dann auch meinen Wünschen entspricht. Ihr seht, Photoshop 2020 hat eine ganze Menge sinnvolle Ergänzungen bekommen, Arbeitserleichterungen, mit denen man auch ganz gut arbeiten kann. Was sagt ihr dazu? Vielleicht habt ihr noch andere Funktionen, die ihr in Photoshop besonders gut findet, die jetzt neu dazugekommen sind. Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten, ihr kennt das, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ciao.